So. Rücke aus. So, Sniper stellt sich hinter den Begebe Baum. mich zum Ziel. Und mein Grenadier stellt sich dahinter. Bestätigt. So, nächste Runde kann ich dann angreifen. Halt, nein. So. Wechsle Position. Feuerschutz. Bin dabei. Feuerschutz. Bestätigt. Überwachung läuft. Nächste Runde wird dann Tür geöffnet. Ja, oder so. Deckung ist aufgeflogen. Sie Die haben die sehen Tür mich gar nicht und ich geöffnet. sehe Sie. Der St Ey, du hast die Tür gar nicht aufgemacht. Lol. Der ist durch die Tür durchgegangen. Wie unfair. Menes 1-5, die Uhr tickt. Die Sprengladung wird nicht warten. Begeben Sie sich zum Datenarchiv und deaktivieren Sie sie. Ja. Ja, doch. Mein Gott, der Typ nervt. So. Ja, auf jeden Fall viele Gegner. Das wäre nice, wenn der den direkt killt. Okay, er hätte ihn schon killen sollen. Sonst mache ich nämlich lieber den Schwertschlag. Ist das das? Man sieht jetzt, dass es gerade 1:30 Uhr ist. Aber hey, ich habe ja sonst nichts zu tun. Gut, ich könnte gerade für irgendwelche Klausuren lernen, aber nee, lass mal. Ich möchte auf jeden Fall die Viper tot haben. Gestreift. Willst du mich verarschen? Nee. Nee, nee. Wie kann man mit einem Schwert direkt aus nächster Nähe daneben hauen? Nee, nee. Ich finde es gut, dass die Ladezeiten zwischen den Spielständen nicht so lang sind wie die Ladezeiten, wenn man das Spiel startet. Die sind, also wenn man vom Spiel ins Spiel reingeht, dann lädt er echt extrem lange. Beziehungsweise, was wahrscheinlich sogar noch besser wäre, wäre, wenn ich den da mit meinem Schwert angreife. Kann ich nämlich in der nächsten Runde. Kann ich nämlich in der nächsten Runde zum Paket vorrücken. Wir haben ja nur noch 3 Runden. So, das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber ich kann ja auf jeden Fall, Nimm das! glaube ich, ziemlich diese Gaspullen, die sehen interessant aus. Ich frag mich. Alter! Alter! Das hat abgerissen. Hohoho. Wow. So. Begebe mich zur Zielposition. Dann flankiere ich dich und hoffe, dass ich dich kille. Sieben Schaden. Das heißt, ich kann sogar mit dem Sniper mich hier Bin hinstellen. schon unterwegs. Und dann schön 100%. Nice. Und Kill. Abfeuern.
Schuss. Okay, diese Gaspulle war geil. Das Feuer breitet sich aus. Oh, die ganze Treppe ist weg. Ich frage mich, ob die Gebäude hier einstürzen können. Legen wir endlich los. So. Erstaunlich, dass niemand sich je gefragt hat, wie diese Fabriken funktionieren. Fleisch kommt raus, aber es geht nie Vieh hinein, oder? Soylent Green ist Menschenfleisch. Was? Ich probiere es. Oh, mal rein. Prozent kommen. Erfolg. Nichts ist sicher. Gewebeprobenanalysen. Das sieht nach dem Zeug aus. Menes 1 wird Status bestätigt. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Zu Befehl. Verstanden, rück ab. Fünf Schaden. Okay. Bestätigt, rück auf. So, ich möchte dieses Zeugs haben, deswegen Illyrium-Kern und Fortschritt. Ich muss mal meine Waffen ausrüsten, fällt mir gerade ein. 35% nur. Bäh. Wie viel Leben hat der noch? 3. Gut, das heißt, die Pistole reicht eh nicht aus. Dann muss ich mit ihr. Mit ihr drauf. Na. Manchmal wünschte ich wirklich, diese Granaten hätten einen kleinen, also ein bisschen mehr Durchschlagsradius. Und tschüss. So, und man kann es ja probieren. Komm, hau rein. Wow. Er hat sogar getroffen. Zwar nur noch, hat noch zwei Leben, aber damit ist er jetzt nicht mehr in der Lage, irgendwie was Schlimmeres zu tun. Ich brauche hier etwas Hilfe. Meine Position wurde kompromittiert. Betäubt. Steht, der steht wieder? Ja, dann würde ich mal sagen, der Typ hat dich gerade betäubt. Hau ihn weg. In your face. Ha. 3 Schaden. Keine Einheit verloren. Das ist gut gelaufen. Und jetzt stelle sich mal einer vor, ich hätte keine Runde zurückgespult. Ausgezeichnet. 6 von 6 Feinden getötet. 8 Runden benötigt. Ein verwundeter Soldat nur. Aber er hat sich gerecht für seine Verwundung. ...100% Trefferquote. 0,5 Feinde pro Runde getötet. Ein halber Feind pro Runde. Das liegt daran, dass wir am Anfang so viel rumgerannt sind und nicht geballert haben. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Und diese Gastanks da, ich muss unbedingt mehr die Umgebung benutzen. Ist gut gelaufen, würde ich sagen. Und wir haben auch kein UFO diesen Monat an unseren Hacken. Ich hätte erwartet, dass unsere neuen Rekruten noch viel lernen müssen. Aber sie waren hervorragend, Commander. Und wir haben den nächsten Corporal. Sprengschutz. Rüstung. Rüstung finde ich immer besser. Schön.
Ich hätte zwar gerne den Schädelstecker benutzt, aber... Wenn man Ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Trotzdem. Neues Personal erhalten. Dr. Neil Graham. Forschungstempo um 25% erhöht. Woran forsche ich eigentlich gerade? Psionik, 5 Tage noch. Okay. So. Intaktes Gebäude. Gerade nicht. Wir kümmern uns erstmal um dieses Notsignal. Und wenn wir da fertig sind, sollte die Guerilla-Taktik-Schule auch fertig sein. Perfekt. Die sind cool. Ah, ja. Die Taktik da würde niemals funktionieren. Die Leute einzeln laufen lassen geht nicht. Truppengröße 1. Kaufen. Blitzangriff. Einheiten erhalten für die ersten 2 Kampfrunden plus 3 Mobilität, solange der Trupp verborgen bleibt. Blutvergießen. Jeder Kill bringt 25% mehr Erfahrung. Geier. Feinde lassen bei jedem Beuteabwurf einen zusätzlichen Gegenstand fallen. 244. Wir könnten sogar Blutvergießen machen. Was haben wir hier? Vergeltung. Wenn ein Offizier stirbt oder kritisch verwundet wird, erhalten Truppenmitglieder 2 Runden lang zufällige taktische Boni. Integrierte Kriegsführung. PKS-Boni sind deutlich erhöht. Truppengröße 2. Truppengröße um 1 erhöht, wenn wir einen Captain haben. Bleibt bei mir. Soldaten verbluten eher, als direkt zu sterben. Hä? Jagdinstinkt. Angriffe gegen flankierte Ziele verursachen plus 3 Schaden. Boah, das Ding ist geil. Das gefällt mir so. 10 verfügbar. Dann gucke ich mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Ich nehme dann... Dann haben wir nächstes Mal einen Scharfschützen, einen Spezialisten, einen Ranger und 2 Grenadiere. Das klingt eigentlich ganz gut. Sind auch alle verfügbar, aber... Ich würde gerne noch ein bisschen Stuff herstellen. Gegenstände herstellen. Blendgranate, Gedankenschild, Gefechtsscanner, Medikit. Auch Granate. Waffen. Pulsklinge. Rüstung. Nanoschuppenweste. Ist ein leichter Rüstungseinsatz, der aus Advent-Rüstungen gefertigt wurde. Sie kann mit allen XCOM-Rüstungen getragen werden, um die Gesundheit ihres Trägers zu erhöhen. So. Sagen Sie, Doktor, das Leben in den Kolonien und die Arbeit mit Advent muss doch angenehm gewesen sein. Warum der Sinneswandel? Wie die meisten Leute wollte ich glauben, dass die Aliens am Frieden interessiert waren. Bei der Zusammenarbeit mit ihnen blieb mir zwar nicht wirklich eine Wahl, aber mir gefiel die Aussicht auf Normalität. Das war ein Fehler. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Aliens hatten nie den Wunsch nach Frieden. Wie ich schon sagte, es war ein Fehler. Einer, den ich hier bei XCOM begradigen möchte. Dann ist die Arbeit genau das Richtige für Sie. Okay. Alien-Trümmer werden entfernt. So, dann starte ich hier noch den nächsten Raum zum Freiräumen. So. Ein weiterer Wissenschaftler. Und dann würde ich jetzt sagen... Die experimentelle Granate wäre noch ganz interessant. Ein Tag. Ach komm. Setze Kurs auf Sektor 1. Die können wir noch mitnehmen.
Experimentelle Granate hergestellt. Dank eines schnell wirkenden Gifts kann diese Gasgranate Schaden in einem viel größeren Bereich anrichten als die herkömmliche Splittergranate. Alle organischen Ziele im Explosionsradius erleiden zudem über längere Zeit die zusätzlich schwächenden Gifteffekte. Sehr gut. So. Und jetzt kümmern wir uns. Halt. So, nur zur Sicherheit. Wir wollen ja nichts falsch machen. So, und jetzt können wir zu der Mission gehen, bei der der Abstieg bis Folge 21 war das, glaube ich, angefangen hat. Und diesmal werden wir nicht verlieren. Würde ich sagen. Denn wir können auch 5 Leute mitnehmen. Wir haben Hightower, Hattrick, Rocky. Warte. So. Ranger. Sniper. Spezialist. So. Ausrüstung. Kevlar-Rüstung. Wie kann ich ihr die... Splittergranate. So, du bekommst hier auf jeden Fall die Gasgranate. Waffenfarbe, Waffenmuster, verfügbarer Platz. Magazinerweiterung, Laservisier. Plus erhöht die Trefferchance um 10%. Der Bonus steigt mit abnehmender Distanz zum Ziel. Magazingröße wird um 2 vergrößert. Du hast nur 2 Schuss, ne? So. Du bekommst auch die Magazinverbesserung. Und behältst aber auf jeden Fall die beiden Granaten. So. Mein Sniper bekommt was haben wir hier? Laservisier plus 10% mit abnehmender Distanz. Fehlschüsse verfügen dem Ziel immer noch 2 Schaden zu. Zielfernrohr. Erhöht die Zielsicherheit um 5%. Nachlader. Eine Chance für 5%, das Ziel ungeachtet seiner TP sofort zu töten. Fehlschüsse verfügen dem... Okay, dann nehmen wir das Laservisier. Und statt der Splittergranate die Nanoschuppenweste. Kann ich die Pistole eigentlich auch verbessern? Nö. So. Weiter geht's mit dem Support. Fortschrittlicher Schaft. Ausrüstung. Habe ich ein Medipack noch? Genau, du bekommst ein Medikit. So, für die Nano-Schuppenweste ist leider kein Platz. Schädelstecker werde ich hier nicht benutzen. 5% Zielsicherheit, 5% das Ziel sofort zu töten. Ein Schaden, dann nehme ich eher die 5% Zielsicherheit. Sieht aus wie mit Panzertape gemacht da oben. So. Die Pulsklinge hast du schon. Und statt dem Schädelstecker... Na, dann Granate oder Schuppenweste? Ich nehme eher die Schuppenweste. So, dann würde ich sagen, wir haben den bestausgerüsteten Trupp, den wir je hatten. Und starten den Einsatz.
Und jetzt kriegen die Aliens Saures. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Einsatz starten.